Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Gilde 2. Und gleich zu Anfang wird es auch eine Ankündigung geben. Ja, da ich im Moment nicht so viel Zeit habe, werde ich die Folgen etwas verkürzen. Das heißt, unter anderem werde ich keine Abmoderation mehr für die einzelnen Folgen machen, sondern erstmal am Stück aufnehmen und im Anschluss schneiden und die Folgen werden etwas kürzer werden, also zwischen 10 und 15 Minuten und definitiv nicht mehr über 15 Minuten. Einfach damit ich ein paar mehr Folgen habe und auch weiterhin regelmäßig die Folgen online stellen kann, so wie ich das gerne hätte, also im Moment 3-Tages-Rhythmus. Ja, das ist jetzt erstmal zu Anfang der Folge rein organisatorisch. Und jetzt geht's dann auch, sobald hier der Autospeicher durch ist, los. Wir hatten, glaube ich, in den letzten Folgen unseren Junior ein bisschen ausgestattet, beziehungsweise die Mannen unseres Juniors, der auch schon nicht mehr wirklich ein Junior ist, mit 30 Jahren. Ja, ich glaube, das war so, dass wir die... Ach, hier sind sie. Nein, hier sind sie nicht. Wo sind sie denn? Beute machen. Ah, da stehen sie. Oh, die sind aber schon ordentlich kaputt, würde ich mal schätzen. Kann man die eventuell irgendwie heilen? Kann man die zum Medikus schicken oder sowas? Das wäre ja ganz nett. Wo war denn der Medikus noch? Krankenhaus. Ob es das bringt? Wir versuchen es mal. Weil... Die sollen ja jetzt nicht sterben, die sollen ja jetzt nur Erfahrung sammeln. Wird erledigt. Es wäre ja ärgerlich, wenn wir deren Ausrüstung und... Oh. 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 Ja, das war ja jetzt nicht so schlau. Ach komm, dann ist mir das jetzt auch egal. Wir entlassen jetzt beide. Blöd genug war es sowieso. So. Und dann... schicke ich nochmal einen Karren, der den Ausrüstung holt. Ja, das war wirklich dämlich einfach nur. Aber was soll man machen? So bin ich halt. Alles klar. Schneiderei? Nein. Bei der Schnitzerei schicken wir den Ochsenkarren eben hin. Nur abladen. So, und dann schauen wir mal. In der Drechslerei, oder was ist es? Kunsttischlerei mittlerweile. Da haben wir schon wieder ein paar Produkte. Die schicken wir dann mit dem kleinen Karren mal eben zum Markt. Na, komm schon. Bin sofort so. Da. Abladen und zurückfahren. Dann machen wir wieder ein bisschen Geld, obwohl wir ziemlich viel haben eigentlich. Und in der Schneiderei, da sieht es ganz gut aus. Da können wir... nee, die packen wir nicht da rein. Da werden wir den Ochsenkarren nehmen und mit dem Ochsenkarren. Wo soll's hingehen? Die Lederwämse abholen für unsere Räuber. Oh, das sieht doch gut aus. Die Preise sind hier mal wieder gestiegen. Anscheinend. So, was haben wir hier für Waffen? Keine Dolche, nichts. Ja, hervorragend. Gut, dann können wir sogar gleich wieder zurückfahren mit dem Ochsenkarren. Na komm, dahin. Dann werden wir einfach Äxte nehmen. Ich hoffe, die können die auch... Ach nee, war dahin, da. Ja, ich hoffe, die können die auch tragen. So, hier haben wir noch Lederzeugs. Und dann werden die beiden damit ausgestattet, die beiden neuen. Ist natürlich echt jetzt ärgerlich, dass wir... die beiden erfahrenen Räuber verloren haben. Aber gut. Also, den einen haben wir verloren, weil ich blöd war, und den anderen, weil ich mich geärgert habe, quasi. Aber das macht ja jetzt im Nachhinein auch nicht mehr wirklich viel. So, unser Haus habe ich mal nebenher renoviert. Nein! Ein Gebäude wurde renoviert. Ah, gut. Also, heute klicke ich mich richtig zu Tode. Gebäude erweitern. Ich sollte erst lesen, was da überhaupt steht. Der Tod eines Angestellten. Welchen Titel haben wir denn? Können wir einen neuen Titel kaufen? So, wir sind sowieso da.
auf ein Amt bewerben. Mal sehen. Wir sind dort. Marco Smith. Da ist die Bianca Smith. Ach, wir haben uns schon beworben. Sehr gut. Also wenn wir die drei obersten Positionen haben, wäre das schon ganz sinnvoll, denke ich. Mal gucken, wie alt unser... Ach, der ist ja auch nur 65. Und sie ist 69. Dann wird sie wahrscheinlich ein wenig eher sterben. Aber gut. Das eine ist dann halt so. So Geschicklichkeit war, glaube ich, was sie braucht. Ne? Taschendiebstahl, ja, das braucht sie. So, perfekt. Auf Stufe 3. Und Schattenkunst. Ach, geben wir immer noch Rhetorik dazu. Und Empathie kann auch nicht schaden für die politische Laufbahn. Dann kriegt sie noch eine Level 4 Fertigkeit. Oh, jetzt habe ich das aus Versehen weggeklickt. Anführer. Ja, ich denke, Anführer ist gut. Machen wir mal das. So, was haben wir jetzt hier? Tod eines Angestellten. Termin im Rathaus. Termin im Rathaus. Dynastie trauert. Stufenaufstieg, das wissen wir ja. Gildenmeister. Gildenvorsitz. Achso, ja, okay, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Und der Stufenaufstieg nochmal. Ja, sehr gut. Sie ist schon im Rathaus. Er ist auch immer noch im Rathaus. Was kann man denn da machen? Die Produktion wurde unterbrochen. So, jemand verbannen. Ah. Schneiderei, keine Rohstoffe. Sehr gut oder auch sehr schlecht. Was brauchen wir denn da? Eisen. Alles klar, dann machen wir erstmal. Na komm, da sollen nur zwei rein. Einer und zwei. So, dann schnappen wir uns den Karren. Schicken den schnell zum... Wohin soll's gehen? Nein. Nein. Moment. So. Ja gut, dann laden wir mal da ab. Das ist jetzt auch egal. Ja, der Karren ist jetzt unterwegs und holt Eisen. Und die Bürgerkleidung brauchen das auch. Das ist ja ärgerlich. Also, er ist schon da. Sehr gut. Dann laden wir den Karren mal voll. Zack. Kein Weg ist mehr zu weit. Ach so, und der Tod eines Angestellten, gut, da nicht, da aber. Den brauchen wir, damit die Produktion hier vernünftig weiterläuft. So, er hat nichts zu tun. Dann würde ich sagen, Produktionskostenverkauf bis 1300. Dann macht er mal noch diese Zepter. Also die Rubinstäbe. Dann sinkt eventuell der Preis, der Herstellungspreis. So, einen haben wir. Eine Axt, ein Kriegsbeil. Und ein zweites kommt in 2 Minuten, stimmt das? Oder in 2 Stunden Spiel, interne Zeit. Na, wahrscheinlich Spiel, interne Zeit, 2 Stunden. Gut. Dann legen wir die schon mal hier in den Karren rein. Und dieses und dieses schon mal in diesen Karren. Dann hätten wir das auch erledigt. So, das wäre dann geschafft. Der Karren dürfte zurück sein und hat da, ja, die Rohstoffe schon ab. Oh, schon wieder ein Angestellter, diesmal in der Schneiderei. Wie hätten wir das da? Ach so, aber da ging einfach so noch einer rein quasi. Okay, er produziert noch, wird aber bald sterben. Dann stecken wir ihn bzw. sie mal noch zu dem Lederwams. Und er produziert die Bürgerkleidung, dann holen wir uns da hinterher noch 9 Angestellten. Und so, Leder, wo wird da noch gebraucht? Dann werde ich mal den Karren losschicken. Meine Füße tun weh. Und mit dem Karren gleich Leder holen. So, wie sieht's hier aus? Da haben wir auch nur noch 14 Leder. Müssten wir also auch mal schauen. Aber da gucken wir, da fällt mir ein, da gucken wir vielleicht erstmal noch hier. Nein, da ist nur Holz. Kiefernholz. Ah. Gleich vollladen und den vollladen. So, brauchen wir in der
Kunsttischlerei. Brauchen wir da Kiefernholz? Nee, brauchen wir nicht. Alles klar, dann wird das direkt verkauft. So, Schubkarre. Wohin soll's gehen? Abladen, verkaufen. Ich eile. Handkarren abladen, verkaufen. So. Das wäre auch erledigt. Jetzt, das ist der Karren von der Schneiderei, der braucht Leder. So, 40 sollte erstmal reichen. Und dann schicken wir den mal zurück. Ich glaube, ich sagte das in einer der letzten Folgen, dass es doch relativ flott vorangeht hier immer. Ach, man kann während der stirbt schon einen neuen holen. Um schon mal vorzubereiten. Ja, dann muss ich den auf die Bürgerkleidung setzen. Also die Madame hier. So. Das finde ich ja eigentlich ganz nett, dass man schon mal vorbereiten kann und den einlernen kann sogar. Ja, doch, das gefällt mir. Das finde ich gut. So,